Sie wollen sich zerreißen für den Klassenerhalt. Für die Eulen aus Ludwigshafen geht es um alles. Fehler dürfen sie sich kaum mehr erlauben. Das ist jetzt jedem bewusst und das muss jeder wissen, worum es geht. Und dann muss man auch eine Rolle annehmen zu Hause gegen Rostock. Weil für mich zählt nicht, was davor war, sondern für mich waren das jetzt zwei positive Spiele. Und da muss man auch einfach das mit breiter Brust angehen und sagen, wir haben jetzt den Punkt, der tat uns gut, definitiv. Er hat ein paar Köpfe freigemacht, aber es langt halt einfach noch nicht. Und deshalb studieren die Eulen fleißig die Taktiktafel. Mit einer neuen Strategie will Trainer Michel Abt die Rostocker vor Herausforderungen stellen. Ich bin überzeugt davon, dass wir Gegner immer vor eine Aufgabe stellen müssen, die sie nicht aus Videostudium kennen. Das heißt also, dass auch Rostock sicherlich wieder Momente erleben wird, wenn sie in der Abwehr stehen, die sie von den Eulen noch nie gesehen haben. Und das sind so die Momente, wo ich glaube, dass wir darüber uns Sicherheit holen, dass wir darüber in den Kampf kommen und dann gemeinsam mit dieser Eberthalle, wenn die wieder brodelt, einen Sieg einfahren. Auch die Verletzungssorgen der Eulen werden immer geringer. Neben Matej Asanin und Jan Remlinger hat es auch Maximilian Haider am vergangenen Dienstag wieder in den Kader geschafft. Ja, die ganze Zeit meiner Verletzung war super emotional, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich konnte nicht genug helfen. Noch nicht mal nur handballerisch, sondern auch einfach mental einfach da zu sein, Sachen abzufangen, ja auch ein bisschen zu pushen. Und das hat super gut getan, dass ich das gestern endlich mal wieder auf der Platte tun konnte. Aufgrund von Rückenproblemen musste Haider die letzten 10 Spiele pausieren. Die Situation seiner Mannschaft lässt aber auch ihn nicht kalt. Ja, es ist natürlich schon viel Druck, muss man sagen. Ich würde gar nicht sagen, dass es so viel Druck von außen ist. Natürlich guckt man auf die Tabelle und denkt sich, was wäre das Worst-Case-Szenario. Aber der Druck, den machen wir uns eigentlich selbst natürlich, weil jeder besser spielen will, als er es gerade tut, weil jeder mehr von sich selber erwartet. Und darum geht es gerade, das so ein bisschen dem gerecht zu werden. Trotzdem, am Klassenerhalt hat man in Ludwigshafen keine Zweifel. Die Jungs sind gut drauf, die hauen sich da rein, auch wenn es heute ein lockereres Training war. Aber das ist so, im Normalfall war hier richtig Zug drin, die sind dabei, da ist jeder für jeden jetzt da. Und die ordnen sich jetzt diesem Gesamtprojekt halt unter, diesen Erfolg zu holen am Freitag zu Hause. Um 19.30 Uhr wollen sich die Eulen dann wieder zerreißen und mit dem letzten Heimspiel der Saison den Klassenerhalt sicher machen.